Und damit willkommen zu diesem späten und abendlichen Infovideo, Alter. Ja, hier nur mal das kurze Infovideo. Der Discord-Server ist nun da. Der Community-Discord-Server, den hat der gute NoIdea eingerichtet. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Der Link ist in der Beschreibung. Der Link sollte auch nicht ablaufen. Also ich habe ihn darauf eingestellt, dass er nicht abläuft. Ich werde ihn auch, glaube ich, zukünftig in jedem Video einfach als Standard halt in der Beschreibung haben, wie Miiverse und sowas. Obwohl das, ich glaube, das werde ich nochmal überarbeiten, diese Standardinformationen. Weil Miiverse nutzt eh keiner, ich auch nicht mehr. Die Webseite ist tot, was da noch stand. Ja, wird auch noch in Zukunft überarbeitet. Ja, aber der Discord-Server ist jetzt endlich da. Da gibt's geile Sprachkanäle, so einmal so generell, dann einmal für die neuen Videos, dann für den Upload-Plan, dann noch Memes, die der gute NoIdea macht. Bekirsch aus Zelda ist zum Beispiel ein Meme. Sowas ist da drin. Also richtig, richtig geil. Guckt euch auf jeden Fall den Discord-Server mal an, der ist in der Beschreibung verlinkt. Jeder kann drauf. Es gibt auch einen Sprachkanal, wo wir dann zusammen reden können, vielleicht auch mal in Livestreams zusammen reden können. Oder einfach mal so, ne? Gibt's da nochmal zwei Sprachkanäle, einmal so zum Reden und einmal in Livestreams. Also, vielen, vielen Dank NoIdea für den Discord-Server und ich hoffe, wir werden in der Community ganz viel Spaß mit dem Discord-Server haben und nochmal eine kleine Infos zu den Livestreams. Meine letzten Tage waren RIP, bis Montag wird auch noch RIP sein, aber ab Dienstag bin ich in Urlaub, deshalb kommen erstens keine Livestreams und vielleicht auch nur wenige Videos, weil ich es nicht schaffe, alles im Voraus zu produzieren und vorproduzieren und zu rendern und so. Deshalb, Samstag, also morgen wird es keinen Livestream geben, ich habe keine Zeit, der wird Montag nachgeholt. Also Montag ist der Zelda-Stream dann, nicht morgen. Und ja, dann ist auch am Mittwoch kein Stream und auch nächsten Samstag ist auch keiner. Weil ich halt im Urlaub bin. Ne? Also eine Woche, ich bin ab Dienstag eine Woche weg, für eine Woche bin ich dann weg. Und den nächsten Livestream gibt es Montag und wenn ich dann vom Urlaub zurück bin, gibt es dann wieder Livestreams. So viel zum Thema Livestream, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber guckt euch den Discord-Server an, ist mega geil geworden und ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß. Danke fürs Zuhören und ciao!